Jetzt haben wir das menschliche Farbensehen gesehen. Jetzt kommt die Geschichte, warum ist denn das für uns heute noch so interessant? Mhm. Das ist das Prinzip der Farbübertragung beim Fernsehen. Mhm. Nicht nur beim Fernsehen, auch im PC und Smartphone wird es benutzt. Also Helmholtz hat es auch schön definiert dann. Nach Helmholtz ist der Gesichtssinn in der Lage, jede in der Natur vorkommende Farbe durch additive Mischung einer roten, grünen und blauen Lichtquelle nachzubilden. Mhm. Und da ist auch zu sagen, zum Beispiel, es gab ja viele Theorien, die nicht richtig waren. Goethe hat auch eine entwickelt, aber er hat, lag vollkommen falsch, weil er natürlich davon ausging, er war Maler und er ging davon aus, wie er Farben mischt. Mhm. Und die Farbenmischung mit Pigmenten, die ist subtraktiv, die gibt ganz andere Ergebnisse als jetzt Young und Helmholtz benutzt haben. Hier sehen wir jetzt auch mal das Prinzip vom Farbfernsehen, nicht? Also es wird die Szene wird mit einem Rot-, Grün- und Blau-Auszug aufgenommen. Dann wird es ja kodiert, heutzutage, früher mit analogen Kodierungsverfahren, mit BAL zum Beispiel, heutzutage mit einem digitalen Verfahren, aber auch da wird RGB bzw. die Differenzsignale, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, jetzt digital kodiert und das für jeden Bildpunkt, aus dem jetzt das Bild besteht, wird auf der Empfängerseite dann wieder dekodiert und dann entsprechend durch additive Mischung entsteht wieder das Farbbild, wie es die Ursprungsszene jetzt hatte. Also du hast es ja schon erwähnt, auf dem Bild sieht man ja die Displays und die Displays sehen ja so aus wie die Kathodenstrahlröhren und die Fernsehröhren, die wir hatten, aber dasselbe gilt natürlich auch bei unseren Flachfernseher, ja, ja, klar, die wir heute haben mit ganz anderer Technologie, aber an der additiven Mischung der Farben hat sich nichts verändert. Nein, wobei die additive Mischung jetzt so ist, dass wenn ihr jetzt mit einer großen Lupe euren PC-Bildschirm oder euren Smartphone-Bildschirm anschaut, dann könnt ihr Triple sehen von roten, grünen und blauen Segmenten, sage ich jetzt. Und mit der Entfernung wird dann das Triple vom Auge vermischt. Also es ist jetzt nicht so wie bei den Farbkreisen, dass die direkt aufeinander entstehen, sondern das Auge tut dann aufgrund seiner begrenzten Auflösung dann das vermischen und macht dann die additive Mischung. Ne? Ja, hier zum Abschluss seht ihr jetzt ein Farbtestbild, wie es lange im Fernsehen benutzt worden ist. Das kann man natürlich, gibt es auch für Flachbildschirme. Das ist so, dass man damit auf einen Blick die Wiedergabe von einem Monitor, von einem Smartphone, Flachbildschirm testen kann. Und ihr seht oben, vom Weiß ausgehend über Gelb, Cyan, Grün, Magenta, Rot und Blau, Schwarz, die ganze Skala. Und jetzt ist es so, wenn ihr die Skala anschaut, dann sind die Primärfarben da jetzt Grün, Blau und Rot. Und Gelb entsteht durch additive Mischung, indem in diesem Zusammenhang, so wie jetzt Cyan entsteht. Magenta ist eine Mischung aus Rot und Blau. Unten habe ich ja die Primärfarben.
Die Skala meinst du? Skala, ja. Ja, ja, das sind die drei Primärfarben. Jetzt mit verschiedenen, man sagt Sättigungswerte, also das ist das Interessante ja, dass eine Farbart wiedergegeben werden kann durch die Sättigung und die eigentliche Farbart. Mhm. Nicht? Also man kann hier sehen, dass das Rot immer mehr verwässert wird, sage ich jetzt dazu, oder das Grün und das Blau. Mhm. Das Ganze wird natürlich benutzt in so einem Testbild, um zu sehen jetzt, ob alle Stufen auch wiedergegeben werden können. Ne? Mhm. Ja, dann haben wir hier euch nochmal den Farbraum. Da ist jetzt dieses Spektrum entlang dieses Dreiecks, die Spitze oben, die ist gerundet, auf zwei Dimensionen normiert dargestellt. Und innen ist jetzt, das sind, zeigt jetzt die, was jetzt an Farben überhaupt darstellbar ist. Mhm. Und wenn wir jetzt zum Fernsehen oder zu einem Monitor kommen, dann kann der nicht das ganze Spektrum wiedergeben. Das hängt davon ab, von der Physik der Aufnahmeröhre oder der des Aufnahmesensors, muss ich heute sagen, und auf der Physik, hängt von der Physik des Flachdisplays ab. Und hier ist jetzt mal dargestellt, dieses graue Dreieck innerhalb dieses Farbdreiecks ist die Wiedergabemöglichkeit, die bei HDTV, also das Arbeitspferd heutzutage, und das jetzt schon wesentlich größere, das ist das Schwarze, das ist das von UHD 1 Phase 2, also Ultra High Definition Fernsehen, das kommt schon der gesamten Möglichkeit des Spektrums ziemlich nahe. Ja. Und das ist heute auch schon... Ja, UHD 1 ist schon lange im Markt eingeführt. Das Problem ist nur, dass außer im Streaming das nicht im normalen, normale Fernsehprogramme nicht so ausgestrahlt werden. Also das ist landläufig, das was auch in der 4K verkauft. Das wird unter 4K verkauft, ja. Gut. Prima. Da sieht man mal, wie genial der Helmholtz war. 200 Jahre. Ja, und nicht zu vergessen, wir haben das Handbuch der physiologischen Optik. Mhm. Das könnt ihr im Übrigen, wenn es euch interessiert, runterladen, das gibt es also digitalisiert. Und wenn man drin sieht, wie er mathematisch das Farbdreieck behandelt und was er da so macht, er war auch ein sehr guter Mathematiker. Mhm. Also man könnte sagen, ne, ja, fast so wie Leibniz, Universalgenie. Ja, nicht? Ja, ja, wenn man die ganzen Gebiete anschaut. Ach ja, da fällt mir noch was ein. Der Junge, Heinrich Hertz, war Student in Berlin und hat dort den Physikprofessor Helmholtz getroffen. Mhm. Und Helmholtz hat damals die Theorie, die viele vertreten haben, dass sich elektrische Felder und magnetische Felder sofort ausbreiten, das heißt also von A nach B ohne Verzögerung. Und Maxwell und vorher Faraday haben das bezweifelt, und Maxwell hat mit seinen Gleichungen an und für sich theoretisch gezeigt, dass dem nicht so ist, und hat auch auf die Art und Weise die elektromagnetischen Wellen beschrieben. Der junge Student Heinrich Hertz hat jetzt eine Aufgabe, die
Helmholtz gestellt hat diesbezüglich, sich erstmal nicht zugetraut, weil er die Mittel nicht sah. Aber er hat später genau die Sache wieder aufgegriffen und hat dann tatsächlich mit seinen Experimenten beweisen können, dass sich elektromagnetische Wellen oder Felder nicht mit sofortiger Wirkung vom Ort A nach Ort B zeigen, sondern dass es mit einer bestimmten Verzögerung passiert. Und er hat auch dann gezeigt, dass das Ganze mit diese Felder, die Ausbreitung mit Lichtgeschwindigkeit passiert, und hat dann auch geschlossen, wenn das Lichtgeschwindigkeit ist, dann müsste eigentlich die Lichtgeschwindigkeit dafür stehen, dass auch Licht eine elektromagnetische Welle ist. Schließt auch irgendwie den Kreis, nicht? Dass wenn wir über Spektrum reden und Nanometer dorthin schreiben, dann haben wir eigentlich schon vorweggenommen, dass es eine Welle ist, nicht? Ist jedenfalls toll, dass die Anregung wieder von Helmholtz kam und der arme Heinrich Hertz ist sehr früh verstorben und Helmholtz hat dann einen Nachruf auf ihn verfasst und da schreibt er auch, was hätte er noch alles erfinden können oder für Experimente machen können. Okay. Ja, dann bleibt uns nur, also wir werden auch den Herrn Hermann von Helmholtz nochmal aufgreifen, wenn es um Musik geht, aber das dauert noch etwas. Vielleicht ist er dann schon 201 Jahre alt, das wissen wir noch nicht so genau. Auf jeden Fall wünschen wir euch viel Spaß mit unserem Podcast. Wenn er euch gefallen hat, ihr wisst, einen Like, freut uns immer ein Like. Und ihr könnt unseren Kanal auch gerne abonnieren. Und dann bleibt uns nur zu sagen, Happy Birthday, Hermann Helmholtz. Tschüss. Tschüss.